Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von WoW. Eigentlich wollte ich ausmachen, aber das hat jetzt... Wird wir haben sie fast Anführung. Alle erledigt. Ja. Kämpft weiter. All diese nekrotische Energie. Siegt. Das Ritual muss fast abgeschlossen sein. Wer ist denn jetzt hier eigentlich mein Gruppenmitglied? Ach, ihr oder was? Ja. Das ist zu weit entfernt. Gib her. Die droppen. Geh doch mal auf den Weg. Was? Ich wollte eigentlich sprinten, aber okay. Du musst mich schon mitmachen lassen, okay? Ja. Ich muss auch gleich mal irgendwann mal verkaufen. Ja, aber... Ey, wo rennst du hin? Hoppen. Ey, geh doch mal aus dem Weg. Das ist eine von Gorkroths Leibwachen. Wie lautet unser Angriffsplan? Rekrut, ihr schlagt zuerst zu. Tunk. Ich komme hin. Ich zerschmettern. Ihr Ritual nicht aufhalten. Ich beschäftige ihn. Shuya, heile unsere Wunden. Zu Befehl. Lokta! Kann ich mich nach links oder rechts bewegen? Ich hab Tungsnadel. Geile Scheiße da. So, Gorkroths. Achso, das Ritual. Wir müssen. Müssen wir hoch? Die wissen das schon. Wir müssen eine Instanz besiegen. Was ist denn mit meinem Leben aus? Nicht so gut. Aber ich hab ja auf der 9. Ja, den brauch ich jetzt. Ich brauch Kraft. Ich brauche ein Ziel. Und Kraft. Dankeschön. Dankeschön. Gorkroth, macht euch bereit, euch zu eurem toten Drachen zu gesellen. Armselige Firma, ihr haltet das Ritual nicht auf. Nicht nach allem, was wir getan haben. Diese Ogre werden von der Horde erzittern. Rafnir wird euch alle vernichten. Ich weiß nie, wo mein Cursor ist. Schlag zu! Für die Horde! Schön auf die Acht. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Das letzte Opfer sein. Hä? Er schließt das Ritual ab. Hat er sich jetzt umgeschmissen? Zum extra? Ich warte mal, Oga. Oga! Sieg oder Tod! Erbärmliche Sterbliche! Euer Tod! Euer Tod wird noch niemals jemanden interessieren! Ja, 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 ja.
dahinter gelaufen. So ist nett. Ja, ich hab mir's geklaut. Raffnil. Ha! Die Oger und ihr Drache liegen im Staub. Und der Himmel strahlt wolkenlos über unserem Sieg. Ja gut, direkt überm Sieg, stimmt, ist wolkenlos. Ich bin nun der Anführer eurer Sagt Gruppe. Sagt mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Wir müssen einen Weg zurück nach Orgrimmar finden. Orgrimmar! Ja! Orgrimmar! Das kenne ich noch. Ich gucke aber erstmal, was ich hier hab. Tungsnadel. Finsterbrecher. Tumalstein. Sehenbund einzigartig anlegbar. Schmuck. Wenn diese Aktion ausgeführt wird, ist der Gegenstand nicht mehr handelbar. Ein bis zwei Schaden. Ein Schaden. Ja, muss sagen, so ein bis zwei Schaden. Ah. Und was haben wir hier noch so? Handtüchen, die man. Boah, wieso ist denn das hier? Rucksack vergrößern. Alle 4 zusätzliche Rucksackplätze sind in eurem Account mit einem Battle.net Authenticator und dem SMS-Account gesichert. Aha. Ne, jetzt nicht. Mach später. Okay. So, ich will jetzt hier weg. Diese Oger werden vor der Verschwinden wir aus der Zitadelle und finden wir einen Weg nach Hause. Bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Oh. Horde-Verstärkung. Ich wusste, sie kommen. Blut- und Donnersoldaten. Wir haben versucht, einen Weg durch diesen Sturm zu finden. Ah. Kriegsherrin Brika Grimaxt. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Sofort die Horde. Wenn ihr die Gruppe verlassen möchtet, findet ihr die Optionen per Rechtsklick auf eurem Porträt. Muss ich doch gar nicht. Spieler, nein, deaktivieren. Bleibt wach, springt auf einen Wivern und fliegt nach Orgrimmar. Okay. Uns wo ist denn erwartet der Ruhm. Ruhm und Ehre. Ich will Ruhm und Ehre haben, nicht nur Ruhm. Ihr werdet nicht zur Insel des Verbandes zurückkehren können. Seid ihr bereit, mit eurem Abenteuer in der Welt von Azeroth fortzufahren? Ja, natürlich. Fliegen. Senkrechtstarter. Dass diese Rohlinge solche Magie beherrschen, hätte ich nur mehr Zeit, sie zu studieren. Ich bin froh, dass ihr sie nicht habt. Diese Insel muss sich erholen. Oh, meine Frist ist wieder auf der Minimap. Ach, egal. Schaut am Horizont. Ich stell das eins unserer Luftschiffe. Ist das bei der letzten Folge auch so? So sieht die geballte Macht der Horde aus. Die Oger sollten besser die Flucht ergreifen. Die Oger sollten besser die Fresse halten. Kommt, Rekruten. Zeit, nach Hause zurückzukehren. Ja, warum landen wir jetzt? Warte mal, ich mach mal gerade. Ich glaube, die sagt ja gerade nichts. Fresse. Die will ich gerne verschieben. Fresse. Und das. Den blöden Spruch. Auch. Oh! Mordor. Ne, Kalimdor. Hä? Pandaria. Zandala. Die verheerten Inseln. Irgendwas? Nordend. Okay, Dracheninseln. Westliche Königreiche. Okay. Da komme ich ja her. Und da will ich jetzt bestimmt hin. Ja. Ja. Passiert hier jetzt was oder? Muss ich irgendwas machen? Oder habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann gerade nichts machen. Tut sich was. Weiter geht das Abenteuer. Jetzt abonnieren. Noch nicht.
Orgrimmar, Bollwerk der mächtigen Horde. Als Symbol für Stolz und Widerstandskraft ist es Schauplatz regen Handels und Sammelpunkt mächtiger Truppen. Ihr Rivalen, da waren Alpaka. Die herrische Allianz ist eine konstante Gefahr. Doch kein Feind besteht gegen die furchtlosen Soldaten der Horde. Obwohl die Heimat der Blutelfen fast an Tragödie und Verrat verloren ging, haben sich eure Leute ihr Geburtsrecht zurückgeholt und streben nach neuem Ruhm. Azeroth steht zahllosen Gefahren gegenüber. Es bedarf kühner Helden, um sie zu verteidigen. Für die Horde! Für die Horde! Da war ein Alpaka! Da war ein Alpaka! Vielleicht finde ich's. Ich habe hier früher, war ich auch mal. Ich war mehr in der Elfengegend und so weiter, in der Allianzgegend, aber. Hier war ich auch, aber ich kann mich kaum noch mal erinnern. Konzentriert euch auf unsere Mission. Nee. Lasst euch nie kalt erwischen. Für die Horde! Ich muss dem Kriegshäuptling berichten. Kork wird euch derweil die Stadt zeigen. Kork. Los, Kork. Zeig mir deinen Alpaka. Wo steht er? Ihr braucht's. Ich hab's. Mann, komm rein. Ich weiß nicht, warum. Guck mal, Kork. Die Wache da weiß den Weg zu den Ställen? Seid gegrüßt. Stallmeister. Und? Was haben sie gesagt? Blubberblab. Ich werde den Ort auf eurer Karte markieren. Lebt wohl. Ziehet in Ehren. Ziehet an der Leine. Was hast du gesagt? Zeit ist Geld. Gehen wir jetzt zu den Stellen. Ruf zu der Stelle hin. Mann, ist das weit. Vielleicht kann man sich bleibt nah an mir dran. Zeit ist Geld. Also los. Ich kann sich schnappen. Bleibt nah an mir dran. Oh mein Gott. Ja, los, lauf. Ist nicht dein Ernst. Über hier mit Metallplatten da. Zeit ist Geld, also los! Ja, halt mal dein Maul, ich willkommen in der großen Stadt. Das hier ist Orgrimmar. Alle Leute von Bedeutung machen hier Geschäfte. Ist zwar staubig und heiß und voller grimmiger Orks, aber trotzdem ganz charmant hier, oder? Geht. Geht so. Och komm, du willst doch jetzt nicht 400 Meter, hier 500 Meter sind das. Willst du doch jetzt nicht in dem Schneckentempo latschen? Lauf mal ein bisschen schneller. Oh, ja, danke. Was heißt eigentlich das Z? Ah, bestimmt, dass ich mich hier erhole, weil ich in der Stadt bin. Ich will wissen, wo das Alpaka ist. In Orgrimmar haben wir zumindest alle ein Zuhause gefunden. Und das bedeutet den Leuten hier etwas. Wenn es nach der Allianz ginge, hätten wir nicht mal das. Die Allianz, die sind halt, weiß ich auch nicht. Demokraten. Das sind gute Leute. Was ich aber jetzt wissen will, ist, wo das Alpaka steht. Ich habe gesehen im Intro, ich will wissen, wo es ist. Zeit ist Geld, also los! Da liegt ein Skelett rum. Macht hier keiner sauber, oder was? Ach, der hat schon hier das Dreckendingsbums-Gedönse gekauft. Er hat wohl immer zu viel Geld. Teuer ist es jetzt nicht, aber... Jo, er wird hier einmal durch die Stadt gefegt. Wo war denn das Viech? Wir wissen, wo das Viech ist. Zeit ist Geld, also los! Ist das nett. Ja, lauf schneller. Wir sind fast da. Die Ställe sind nur noch den Hügel da hoch. Die Ställe sind nur noch den Hügel da hoch! Schildkrötenreitviecher. Dass ich dran vorbeigelaufen bin. Geld, also los! Rede nicht. Rede nicht, sondern geh! Muss ich dem eigentlich folgen? Ich muss selber hier jetzt nochmal stehen bleiben, ist mir dann auch egal.
Ich krieg jetzt ein Reittierchen. Und da muss ich mal zu einem Händler. Kraft und Ehre. Kraft und Ehre. Roter Falkenschrei. Für die Horde. Lizenz zum Reiten. Erlernt die Fähigkeit der Unerfahrenen, des unerfahrenen Reiten. Ratzk. Achso. Loktar. Unerfahrenes Reiten. Erlernen. Das kann ich noch nicht lernen, weil ich benötige Stufe 20 und 50 Gold. Vorwärts zum Sieg. Vorwärts zum Sieg. Mokra. Oder Fallenschrei. Seid sicher. 50 Quests habe ich abgeschlossen. So. Lua-Fehler. Wieso denn Lua-Fehler jetzt? Geh weg. Ist doch egal. So, Expeditionsledertunika. Was ist hier? Was ist das? Roter Falkenschreier. Wo mach ich den? Benutzen lernt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Und? Ein Tüschle und ein Hals. Und dann mach ich das. Sammlungen. Zieht euch das Reittier an. Roter Falkenschreier. Zieht das Reittier in eure Aktionsleiste. Okay. Ja. Benutzt das Reittier. 7. Das kommt nicht aus meinem Viech. Bereit, etwas Gold zu verdienen? Ja, ich nehme an. Lasst uns einen Ausbilder finden, um eure Fähigkeiten zu spezialisieren. Okay. La 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 la. Das ist Orgrimmar hier. Übrigens hier, alles schön, des Skyscrapers und so. Downtown Orgrimmar sind wir jetzt. Oh, hast du schon mal was von CO2-Neutralität gehört? Meine Fresse, ey. Hier darf ich nicht mehr fahren. Ja. Muss hoch. Muss hoch. Loktar. Zählt mir von. Lieb wohl. Kraft. Was? Meucheln ist meine Spezialität. Gesetzlosigkeit ist meine Spezialität. Täuschung ist meine Spezialität. Vergiften und Todesmahl. Tötung und Klingenwirbel. Schattenschlag und Schattentanz. Benötigt Verstohlenheit. Benötigt Einhandnahkampfwaffe. Nur das hier kann ich machen. Tötet Giftbrauer, die ihren Opfer mit hinterhältigen Durchstößen beseitigen. Ihre Opfer. Bevorzugte Waffe Dolch, Primärwaffe Beweglichkeit. Kugellose Flüchtige, die Beweglichkeit und Tücke nutzen, um ihre Gegner im Nahkampf zu bezwingen. Bevorzugte Waffen Axt, Schreitkolben, Schwert, Faustwaffe, Primärwaffe Beweglichkeit. Waffen Dolch, Beweglichkeit. Ich will ja eigentlich lieber Gesetzlosigkeit. Täuschung, dunkle Pirscher, die aus den Schatten springen, um ihre unwissenden Beute zu meucheln. Ja, gut, da. Ich weiß es doch wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte eigentlich einen Fernkämpfer nehmen sollen. Ist egal. Ich weiß es nicht. Ich. Warte hier. Gute Wahl. Gute Wahl. Gute Wahl. Ich hab doch nicht die leiseste Ahnung. Blenden. 15 Meter Reichweite. Das hab ich schon. Oder was? Kopfnuss.
10 Meter Reichweite. Alle verfügbaren Talentpunkte müssen ausgegeben werden, um Änderungen anzuwenden. Ja, doch. Klingenwirbel. Warte doch mal hier. Ist klar. Klingenwirbel. Passivgelegenheit. Finsterer Stoß. Hat eine Chance von 35% ein weiteres Mal zu treffen und den Schaden eures nächsten Einsatzes von Pistolenschuss zu verdoppeln. Ich habe keine Pistole. Während die Kosten halbiert werden. Übt bis zu 5 Zielen in der Nähe 19 körperlichen Schaden zu und eure Einzelzielangriffe fügen 10 Sekunden lang zusätzlich bis zu 4 Gegnern in der Nähe 50% des normalen Schadens zu. Ach, statt einfach. Okay. Hab ich gemacht. Mokra. Mokra. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Seht, der Wimmernschweif wartet. Ihr könnt mir einen ausgeben. Am Arsche! Ich gebe dir einen Scheiß aus. Kannst du selber einen ausgeben? Ich bin hier neu. Ich bin hier der Neue. Nicht du. Der Neue kriegt einen ausgegeben. Du kannst mir mal da ausgeben. Ach, guck mal, das ist ein schönes Regal. Das gefällt mir wirklich. Das Regal gefällt mir. Oder der Altar, oder der Schrein, oder der Schrank. Ja, doch. Du bist ohne Ehre. Im Tal der Ehre. Briefkasten. Warum sind die denn hier alle silbern? Was kann ich für euch tun? Zu Hause ist, wo man seine Ruhe hat. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Danke. Dabu! Zu Hause, wo man seine Ruhe hat, legt zum Wüffernschweif als euren Heimatort fest. Raus damit. Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Achso, annehmen. Flamebone. Ruhm der Horde. Ja, ja. Für die Horde. For the Horde. Ich bin schon Level 11. Ich habe Nachricht vom Kriegshäuptling. Was denn? Tromka. Der Kriegshäuptling erwartet euch in der Feste Gromasch. Okay. Optional. Sprecht mit Horkluberplop. Ja, kurz. Wo ist er denn? Da. Ihr braucht's. Ich hab's. Ich wusste immer, dass ihr berühmt werdet. Flaschenlimo. Passt auf euch auf. Und legt beim Kriegshäuptling ein gutes Wort für mich ein. Mach ich doch, du alte Zottelfresse. Will auch fliegen. Was ist das? Klingenwirbel, okay. 7. So, ich guck mal hier auf die Uhrchen. Uhrchen. Oh, schon 23 Minuten. Ja, das hier war jetzt eine eine langweiligere Folge, weil ich jetzt hier ein bisschen in Orgrimma durch die Gegend latsche. Das sind so Städtegeschisse. Läuft eigentlich meine Nase? Ich will das Alpaka sehen. Wo ist denn das? Warum ist das nicht hier? Was soll denn die Scheiße? Wo ist es denn? Vielleicht muss ich das nochmal, wenn ich die Folge nochmal gucke, muss ich nochmal gucken, in welchem Örtchen das sein scheint. Kein Doppelsprung. Was ist, wenn ich... Hat mir einen Schaden gegeben. Hier darf man denn mit dem Auto reinfahren, wo genug Platz wäre. Die Horde lässt niemanden zurück. Nehme ich an. Kriegshäuptling. Trefft euch mit Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer. Mir scheint, ihr habt ein Auge für Talent, Kriegsherrin Grimaxt. Eure Talente sprechen für sich. Ich werde sie gut nutzen. Wenn wir die Allianz besiegen wollen, braucht die Horde weitere mächtige Verbündete. Nathanos, klärt den Neuankömmling über die Mission auf. Klär mich auf! Gewiss, meine Königin.
Wir werden euch nicht enttäuschen. Sprecher ganz kennt man auch. Ganz sicher nicht. Ich werde die Reihen der Verlassenen stärken. Egal mit welchen Mitteln. Wenn ich das für Spülüberall hinschicken. Nützlich. Sprecht mit Kriegsherrin Breka-Dingens. Wir werden nicht ruhen. Großer Ruhm wartet auf dem Schlachtfeld. Wir fahren zu Prinzessin Tonner Mut genommen. Ehrenhaft. Und okay. Vergesst nie eure Ausbildung. Raus aus Okima, rein in die Welt! Robuster Wüvern. Wenn ich das Alpaka nicht mal irgendwann sehe, dann ticke ich hier noch aus. Ganz ehrlich. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Ja, willkommen. Ich habe gerade hingeguckt. Ich hatte die Zeit genutzt, um einfach mal am Handy rumzuspielen. Ich hatte nämlich Nachrichten und die musste ich beantworten. Aber was macht man halt so bei WoW, wa? Aber ich gucke mir das ja alles nochmal an. Oh, das Schlangenköpfchen hier ist ja süß. Und der ist auch süß. Und die erinnert mich auch irgendwie so an, ja, an Gothic. So. Der Hafen von Zunsala oder was? Zubidasa. War ja fast richtig ausgefallen. Fallt mir nicht auf die Nerven. Ach, guck mal, wer da ist. Der Alte vom Schiff. Zunsala.
Talanji. Sandala für immer. Mhm. Oh, warte mal. Halt! Ja. Ich hab doch auch so ein Viech. Ich hab mein Viech, ist schneller. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Champion. Sandala ist umgeben von Feinden. Von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion. Hm. Blutrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Nee. Keiner ist zurückgekehrt. Aber der Rat der Sandschuli mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Das ist ja, hör mal. Oh, guck mal, ein großer Dinosaurier. Prinzessin. Prinzessin. Als ihr dient, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Ihr sollt dieses Königreich beschützen. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich wen anders finden. Um das Königreich zu schützen, wär's das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voldun verbann. Die Horde hat in Sandala nichts zu suchen. Ihr habt nicht über das Schicksal zu entscheiden, General. Ich soll euch warnen. Mein Vater ist zwar engstirnig, aber er ist echt aufmerksam. Wette, er weiß schon, dass ihr mich aus Sturmwind befreit habt. Doch, wie sitzt es da? Hier ist schön. Gebt ihm einfach Respekt. Dunkel und irgendwie. Lasst ihn reden. Dann schmeißt er euch hoffentlich nicht von der Pyramide. Hier ist es dunkel irgendwie, aber schön. Urwaldmäßig, das mag ich. Ich weiß aber nicht. Ja, ist Nacht. Ich würde da gerne bei Tag sehen. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, hier ist Tag und Nacht abhängig von dem wirklichen Tag und Nacht. Das heißt, die meiste Zeit ist es hier wahrscheinlich nach dem Spiel, wenn ich das Let's Play, weil ich das meistens abends aufnehme. So, jetzt schwätzen wir noch mit dem hier. Nicht mit dem, Zeit sondern mit der da oben. Bringt mich zu König Rakshta Schaden. Mein König, die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug. Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Nippel. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Sowas bewundere ich. Talanji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Er hat einen Riesenpimmel. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Ja! Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Für die Horde! König Rashtalan. Ne, Rashtalan. Ne, Rastakan. Ich bin, was, die Stimme der Horde? Ja! Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Ich bin ein Raubtier! Resan verleiht euch Stärke. So, wie weit ist es jetzt hier? Schon wieder 34 Minuten, ja. Dann schwätze ich jetzt nochmal mit der und guck mal dann, was meine Aufgabe Grüße. Ist. Die Chuka Sandala. Sandala. Sandalenträger sind da bestimmt. Ich folge dir jetzt einfach mal. Ist das eine andere? Ah ja. Klinge des Königs. Aufzug. Ruf die Horde herbei. Ich bin die Stimme der Horde. Wie rufe ich die Horde herbei? Ah. Bring mich nach unten. Los. Ich habe eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat.
Sie warten nur auf euer Kommando. For the Horde! Hallo! For the Horde! Du musst noch in der Geschwindigkeit. Wie schön. Ruf die Horde herbei. Das große Siegel erkundet die helle Halle der uralten Pfade erkundet, die königliche Schatzkammer erkundet. Ja, Leute, also, ich bin jetzt erst Level 11, das heißt, wir können noch eine Folge machen und bestimmt vielleicht auch noch eine weitere, bevor ich mich entscheiden muss oder mich entscheide, ob ich mir dann das Abo hole. Und das werden wir auf jeden Fall noch machen, dann mal gucken. Vielleicht mache ich eine Twitter-Umfrage oder vielleicht mache ich einfach noch gut dünken. Jetzt ist aber auf jeden Fall erstmal die Folge vorbei. Oh, ich bin hier drüber einen Tag. Egal. Die Folge ist vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil wieder heißt World of Warcraft. Hey!